Nach einer langen Spielzeit feiert der HC Leipzig im Kristallpalast Varieté zusammen mit Sponsoren und Unterstützern der Erstligafrauen den Saisonabschluss. Am Ende heißt es für die Leipzigerinnen Platz 5 in der Tabelle, die erfolgreiche Champions-League-Qualifikation und das Team von Trainer Norman Rentsch gehört zu den besten 10 Teams der Königsklasse. Für den Coach zufriedenstellend. Da muss man einfach sehen, dass wir halt sehr, sehr viele Spiele haben. Der Kader halt von der Breite dann halt für sehr, sehr hohe Ziele einfach noch nicht halt bereit ist. Aber ich glaube, die Mädels haben das halt toll gemacht, sich toll entwickelt. Und für die neue Saison werden wir uns mit unseren Verstärkungen, denke ich, halt ganz gut etablieren können. Ab nächster Saison wird sich nicht nur mit bekannten Namen wie Xenia Minevskaya und Franziska Mietzner verstärkt. Die Spielerinnen sollen vor allem entlastet werden. Ich glaube, das ist ein Prozess, der jetzt in der Mannschaft stattfinden muss, dass wir halt in der neuen Saison nicht mehr 60 Minuten so keine Spielerin mehr durchspielen. Ne? Wir wollen halt die Kräfte, die wir halt haben, in die Zeiten halt auch reingeben, ohne dass wir uns jetzt über 60 Minuten mehr retten. Und dementsprechend haben halt die Mädels die Möglichkeit, dann in der Vorbereitung und in jedem Training vor allen Dingen, sich immer wieder zu beweisen und entsprechend dann halt auch ihre Zeiten in sich zu erkämpfen. Das Comeback der Saison feierte Torfrau und Kapitänin Katja Schülke nach ihrer Babypause. Ich glaube, dass ich Spiele erreicht habe, die wirklich sehr gut waren. Ich denke aber auch, wenn ich auf die ganze Saison gucke, dass sie noch nicht so konstant war, wie ich sie mir gewünscht hätte. Dass einfach viele Faktoren neu waren für mich, eben zum Beispiel die Orga mit Kind oder einfach diese Zusatzbelastung, den ganzen Tag eben ihn zu betreuen und dann abends zum Wettkampf zu gehen, das ist schon mal nochmal eine andere Hausnummer. Verabschiedet werden an diesem Abend 3 Spielerinnen, unter ihnen Anne Müller, die 5 Jahre lang Leistungsträgerin beim HC Leipzig war.